Genau, deswegen herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch unterwegs. Ich hoffe, dass das mit der Aufnahme funktioniert. Wir sind immer noch in dem ersten Teil unterwegs. Und wir haben die Aufgabe, zum Jedi-Tempel zurückzukehren. Aber ich glaube, wir haben noch eine andere Quest, die wir abgeben können. Wieso? Ich habe doch alle Schüler entdeckt und befreit. Na egal. Laufen wir nochmal zurück. Und kämpfen uns dann nachher durch. Ja, eine Funktion, die man bekommt, wenn man bevorzugter Spieler ist, also wenn man irgendwann mal, ich glaube, mindestens 4 Euro oder sowas ausgegeben hat für dieses Spiel, dann kann man von Anfang an rennen. Das kriegt man sonst erst später. Habe ich dummerweise bisher noch nicht gemacht. Dafür kriegt man Kartellmünzen, die sind hier oben. Und ja, zack. Oder halt so ein Gleiter, ne? Die können halt schon ganz von ganz früh fliegen. Ich habe doch alle Schüler. Wieso muss ich da hin? Was bist du denn von mir? Ich renn ja schon. Ich will nicht mit dir prügeln. Lass mich. Du kannst mir auch hinterherkommen, wenn du mich verprügeln willst. Aber so laufe ich einfach mal. Sind hier noch Schüler oder? Ah, nee. Kann ich mit dir reden? Einen von euch, ne? Dir? Wie geht es ihm? Er sollte sich im Jedi-Tempel ausruhen. Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Hey, schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen. Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Ich habe euch gesucht. Was ist hier passiert? Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns retten würden. Ja. Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört. Ich hatte noch nie so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jeridan wurde schwer verletzt. Euer Freund. Wie schwer ist er verletzt? Er hat große Schmerzen und sollte sich nicht bewegen. Es wäre falsch, wenn Jedi einen Kampf und Rache suchten, während jemand anderes leidet. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Ausbildung hin oder her. Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden. Sie hat doch recht. Jedi geben nicht auf, oder? Sie liegt falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es reicht, Minaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Ihr beschreitet einen gefährlichen Pfad. Ihr und eure Freunde müsst zum Lager zurück, solange ihr noch könnt. Aber wir stehen so kurz davor, die Prüfung zu beenden. Nein, das tun wir nicht. Wie ich sehe, habt ihr einen Signalsender. Gebt ihn uns, und sobald wir unsere Sachen zusammengesucht haben, geben wir das Signal zur Abholung. Ja, siehst du, außerdem ist das vielleicht auch Teil der Prüfung. Dass man sich nicht von Rache leiten lassen soll. Das kann eben passieren. So, eben nochmal auf die Karte gucken. Und dann gucken wir mal, ob es eine Abkürzung gibt. Wahrscheinlich nicht und ich bleibe irgendwo drin hängen. Aber es scheint ja eine Startwelt zu sein. Ich weiß nicht, ob das diejenigen, die zugucken, die es kennt. Oh nein, das war nicht so clever. Ich habe vorhin geguckt.
Vielleicht schaffe ich es ja dazwischen zu kommen. Die Lungen hier auch so richtig schön rum. Also ich bin mir echt noch nicht sicher, wie lang das Let's Play wird. Ne? Also, das war also zu dicht. Die ganzen Übungsschwerter geklaut. Wobei ich könnte jetzt frevelhafterweise sagen, dass die Übungsschwerter realistischer sind. Oh, ich bin noch eine Stufe aufgestiegen. Es passiert immer so viel gleichzeitig hier. Ganz schön viele Fleischräuber. Also, ich dachte, du bist verwundet. Muss gleich. Naja, das war halt jetzt schon sterben. Tut mir leid. Okay, und los. Oh, neue Leute dabei und die haben direkt Roboter. Also, das werden wahrscheinlich Abonnenten sein oder so. Also, die meisten, die so Sonderzeug haben, das sind entweder Abonnenten. Oder es sind Leute, die mit anderen Charakteren mitlaufen, die noch nicht so weit sind. Das kann man halt ja ganz gut machen. Der Gleiter ist unterwegs. Ihr konntet diesen Padawanen wirklich helfen. Einer von ihnen wurde verletzt. Ihr müsst zusammen mit dem Evakuierungsteam einen Sanitäter schicken. Das ist die Standardprozedur. Sie sind in guten Händen. Wahrscheinlich wollt ihr euch nun wieder euren Prüfungen zuwenden. Ich danke euch. Möge die Macht mit euch sein. Oh, ich habe irgendwas gekriegt. Ich war gespannt, was? Tori. Geld? Ja, warte, hier war da irgendwas. Charakter. Ah, so, da kann ich sehen, dass ich was habe, was ich vorgelegt habe. Meistens Schrott. Gut, dann werde ich erstmal ein bisschen schrottlos werden, glaube ich. Das ist ganz hilfreich, denke ich. Hier gab es ja irgendjemanden. Melden Sie Ihre Beschwerden. Ich nicht viel für, aber ich immerhin was, ne? Und ich habe schon 142. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Dann Posten kann zurück. Ich, glaube ich, losgehen und mir hier so einen Schüler suchen. Botschaft. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Okay, ich muss. Macht schon. Okay, habe ich alles gelernt? Eiferschlag. Boah. Zentrierung, wenn du den Angriff aktivierst, der Fokus benötigt. Immer so was Kompliziertes, da musst du so Geschichten mehrfach hin und her klicken. Oh je, damit ich das hinkriege. Aber ist okay. Wir können jederzeit zusammen üben. Kleidungsdesigner, um die einigen Erscheinungsmittel. Oh. Na gut, dann gucken wir nochmal.
ob was man so machen kann. Kann ich irgendwie Farbe wählen oder was? Okay. Naja, irgendwas neu. Ich glaube nicht, dass das erstmal interessant ist. Stimmhändler. Was kann ich denn noch? Ach ja, ich habe ja noch Post. Sollte ich mir mal angucken. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges drin. Kann man ja sehen. Nö, glaube ich nicht. Ist nur irgendwie Werbung. Dass ich irgendwas anderes weitermachen kann. Waffenhändler. Was kann ich denn bei dir kaufen? Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Oh, da muss ich ja schon... Das ist ja nicht schlecht, aber ich muss ein bisschen mehr Geld verdienen. Reicht alles nicht. Viel Glück da draußen. Aber ich kann ja mal gucken, wie ich zum Jedi komme. Okay, dahin. Also diese Richtung laufen. Und dann suchen wir uns mal die Jedis und gucken mal, wo wir da hingehen und wen wir da finden. Da fliegt jemand durch die Gegend zum Taxi und ich laufe. Ich guck mir mal an, was hier so geht. Ohne, dass ich irgendwie eins auf die Nase bekomme. Das wäre mir schon wichtig. Da muss ich vermutlich durch, ne? Mhm. Um in den nächsten Abschnitt zu gelangen. Da kommt mir jemand entgegengejoggt. Tada! Gut. Oh, ein neues Gebiet entdeckt. Oh, hier brauche ich auch nicht kämpfen, glaube ich. Sind alle friedlich hier. Das sind diese Portaldinge, die muss man einmal anklicken. Da erinnere ich mich, da kommt die Erinnerung wieder hoch. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ah, cool. Passen Sie auf, durch die Gegend fliegen. Aber ich glaube, ich muss nirgendwo durch die Gegend fliegen, weil... Was ist das denn hier? Ach ja. Oh, da kommen so ganz viele Erinnerungen irgendwie hoch. Post habe ich ja Gott sei Dank keine mehr. Aber da ist wer, der mir irgendwas erzählen möchte. Friede sei mit euch. Ich überbringe euch eine Nachricht von den Meistern des Tempels. Wollt ihr vielleicht kurz innehalten und meine Nachricht anhören? Auf jeden Fall, mein Freund. Reden wir. Ihr erweist mir eine große Ehre. Euer derzeitiger Auftrag ist sehr wichtig, aber die Meister möchten, dass euch nicht entgeht, was der Tempel bietet. Wenn ihr Zeit habt, geht zu Meister Moheda. Er wird euch in den anderen Fähigkeiten der Jedi unterweisen. Oh, cool. Okay, jetzt ist nur die Frage, womit fangen wir an? Gehen wir einfach mal hier in den Jedi-Tempel und gucken, was als nächstes passiert. Ach ja. Stimmt, diese unendlich riesigen Gebäude. Oh, ich rufe jemand an. Padawan? Ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi.
Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Ja, ich habe bestimmt irgendwas angestellt, ich frage mal. Habe ich etwas Falsches getan? Nein. Und keine Sorge, unser Treffen wird ungezwungen sein. Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Na gut. Ja, ich erinnere mich, es waren immer diese gigantischen Gebäude, die es so gab. Das ist wahrscheinlich der Grafik. Laufe ich euch einfach mal hier zwischen. Muss ich dafür in die erste Etage? Nick. Ich neige ja dazu, mich ständig zu verlaufen. Ah, da geht's rein. Da ist dieser klassische grüne Schimmer, der immer mal auftaucht. Überall im Tempel hört man schon von eurem Heldenmut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt. Und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Mir geht es ausgezeichnet. Ich bewundere eure Standhaftigkeit. Aber habt ihr eure Gefühle bei dieser Sache wirklich erforscht? Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Darum gehen Jedi Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Nee, so ruhig war der doch nicht. Also er war schon... Eher schwierig. Ich bin stark genug zu widerstehen. Das finde ich klingt sehr überheblich. Das würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. Ich, sag mal. Der Mann, gegen den ich kämpfte, war nicht ängstlich oder wütend. Nach außen hin vielleicht nicht. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Ui, was habe ich denn gekriegt? Schülerübungsklinge. Das ist doch schon mal gut. Und ein geringes Medipack. Und ein Stufenaufstieg. Boah, nicht schlecht. Seite räumen, die bringt mir wahrscheinlich nichts, wenn ich die verkaufe oder so. Gut, dann gehen wir mal wieder ein Stückchen zurück. Und schauen uns mal eben nochmal um, wo wir denn den Weg da oben auch wieder mal ein neues Tutorial. Besonders wichtig, gebe ich zu, dass ich irgendwelche Titel habe. So, okay. Wenn ich da reingehe, das sind Gemächer des Rats, aber... Dann gehen wir noch mal zum Schwertarm. So, so. Ich bekomme also Gefährten. Aber ich bin doch selber noch
gar nicht so weit. Ein Lehrer-Ausbilder? Na gut, dann spreche ich mal mit dir. Das braucht das Lichtschwert. Das Kunst und Wissenschaft zugleich. Ein Schülerzüchtiger? Was ist das denn? Beherrschung, Ausdruck. Na gut, dann machen wir das mal. Wir können jederzeit zusammen üben. Ich habe ja alles Möchtest du was mit noch was machen? Ach, Jedi-Ritter. Ein Sturmhieb. Das ist so ein bisschen was wie das. Macht schon. Ich muss da echt nachher mal. Wir können jederzeit zusammen üben. Gut sortieren. Warte, hier irgendwo konnte ich doch Fokus mit generieren, oder? Macht schon, ne? Naja, gut, das wird nochmal ein bisschen aufwendiger, fürchte ich. Was kann ich denn hier? Die leuchten immer so Sachen auf. Gefechtsgeschick. Oh, ich kann was auswählen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Also erstmal überhaupt sowas. Muss ich das machen? Nö, ich weiß erstmal noch nicht. Ja, habe ich noch nicht. Und ist auch gut so, glaube ich. Dann muss ich mir nochmal ganz in Ruhe Gedanken zu machen, was ich da möchte. Was machst du? Du bist nur ein Hüter. Nur ein Hüter. Ist ja noch gar nichts Schlimmes. Gut. Aber, liebe Leute, bevor ich mich jetzt aufmache, um vor den Rat der Jedi zu treten, sage ich erstmal für diejenigen, die es nicht im Stream gucken, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schaut beim nächsten Mal rein, wenn es weitergeht. Dankeschön!